So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar mit dem Thema Arcs of UDP 6.5, ja, Lizenzierung und Produktaktivierung habe ich es mal genannt. Das ist ja ein Thema, das haben wir zum Anfang des Jahres mit dem Release letztendlich UDP 6.5 mit eingeführt. Und ja, wir hatten in der Vergangenheit so ja, viele Fragen darum, um das Thema, wie muss man richtig vorgehen und wie funktioniert das eigentlich richtig im Hintergrund. Und ja, daraufhin haben wir, ja, habe ich das jetzt mal so ein bisschen zusammengeschrieben und ja, in der Präsentation sozusagen zusammengefasst, um Ihnen das ganze Thema näher zu bringen. Kurz zu mir, mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Arcsoft hier als Pre-Sales Consultant tätig und ja, stehen dann sozusagen ja, rund um alle technischen Fragen um unsere Produkte dann zur Verfügung. Ich habe eine kleine Agenda vorbereitet. Das heißt, ich werde kurz ein, zwei Worte zu uns verlieren. Dann werde ich ein bisschen was zu erzählen zu dem Workflow. Wie funktioniert das Ganze, wenn Sie jetzt Lizenzen bei uns erwerben oder wenn Sie Ihre vorhandenen Lizenzen upgraden auf ein neues Release? Dann werde ich ein bisschen was zum technischen Hintergrund, wie letztendlich die Anbindung der UDP-Konsole mit unserem Lizenzportal funktioniert, erzählen. Sowie werde ich ein paar Lizenzbeispiele ja, Ihnen mal näher bringen, wie man den UDP richtig lizenziert und so ein paar wichtige Hinweise zum Troubleshooting, worauf man sollte man achten, wenn man so ein ganzes System jetzt aufsetzt auf UDP 6.5 und werde auch auf ja, einige bekannte Probleme dann, dann eingehen. Wir sind ja mit dem Tool GoToWebinar unterwegs. Das heißt, Sie sind alle auf stumm geschalten. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie hergehen und diese dann in dem Chatbereich von dem GoToWebinar zustellen. Oder und ich würde dann hergehen und ja, während des Webinars oder im Zweifelsfall anschließend diese Fragen dann versuchen zu beantworten. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, das heißt, Sie können sich dann nachher die Aufzeichnung dann nochmal anschauen, beziehungsweise auch in einiger Zeit später das auch von unserem YouTube-Kanal dann runterladen. Und zeitlich brauchen wir ungefähr eine Stunde heute, um das Ganze dann ja, abzuarbeiten, sage ich mal so. Okay. Ja, kurz zu uns, Arcsoft. Wir sind also seit 27 Jahren am Markt. Wir verstehen uns als Hersteller für integrierte Verfügbarkeitslösungen für virtuelle und physikalische Umgebungen. Wir haben ungefähr 45.000 Kunden, sind letztendlich ja über Partner organisiert. Wir haben also in dem Sinne kein Direktsales, sondern verkaufen über Distributoren in den einzelnen Ländern und verkaufen das weiter letztendlich an unsere Reseller, die dann die Implementation dann halt vor Ort machen. Und die sechs Balken hier unten sind sozusagen unsere Standbeine, wo wir letztendlich dann Lösungen für anbieten: Tape-Backup, Snapshot-Backup, Hochverfügbarkeit sowie Appliance und Cloud-Storage sowie E-Mail-Archiving. Okay, soweit kurz zu uns. Jetzt einmal zu dem Bild. Wie sieht das Ganze aus, wenn Sie bei uns letztendlich hergehen und ja, Lizenzen oder auch Hardware dann bei uns erwerben? Im ersten Step geht das letztendlich los, wenn Sie ein Neukunde bei uns sind, bestellen Sie bei einem unserer Partner letztendlich die Lizenzen und der Partner ordert das bei unserer Distribution und gibt uns letztendlich den Auftrag weiter. Wenn dieser Auftrag bei uns eingegangen ist, wird da draußen ein Lizenzzertifikat erstellt und diese Informationen werden bei uns in dem Lizenzportal entsprechend von Arcsoft selbst hinterlegt. Und dann ist es so, liefern wir dieses Lizenzzertifikat also immer an die Distribution aus und dann kommt es je nach dem, wie das gewünscht ist, können wir schicken wir das Lizenzzertifikat manchmal auch direkt dann an Partner oder Kunden weiter oder es wird halt dann von der Distribution an den Partner geschickt und der Partner schickt es dann an den Endkunden. Ja, was wir hierbei machen, ist Folgendes: Wenn der Auftrag bei uns eingegangen ist, hinterlegen wir bei uns in unserem Lizenzportal die Order-ID-Nummer und die Fulfillment-Nummer. Das ist auch eine Nummer, die können Sie von Ihrem Lizenzzertifikat ablesen. Und das dient uns letztendlich ja, als Matchcode. Das sind ja zwei Nummern, die müssen Sie nachher, wenn Sie Ihre UDP 6.5 Installation aktivieren möchten,
Ja, müssen Sie diese beiden ja, Nummern in der Konsole mit angeben und damit matchen wir dann letztendlich mit unserem Lizenzportal dann zusammen. So einmal der Weg bei einem Neukunden. Wie sieht das Ganze aus, wenn Sie jetzt Ihre vorhandenen Lizenzen aktualisieren? Da sollten Sie Folgendes machen, entweder Sie als Kunde oder Sie als Partner. Sie beantragen, bevor Sie eine Upgrade-Installation auf UDP 6.5 durchführen, ein sogenanntes Free-of-Charge-Upgrade bei uns mittels Support-Ticket. Ganz wichtiger Punkt, Sie können Ihre UDP 6.0-Lizenzzertifikate nicht dazu verwenden, um jetzt herzugehen und damit 6.5 zu betreiben. Sie werden dann damit Fehler kriegen in der Konsole, inkompatible Lizenzen oder ähnliches halt, ja. Ganz wichtig, also wenn Sie damit anfangen, bevor Sie irgendwelche Installationsarbeiten vornehmen, erstellen Sie so ein Free-of-Charge-Upgrade bei uns im Portal. Am besten geben Sie dann die Order-ID von Ihrem alten Lizenzzertifikat an und die Fulfillment-Nummer oder Sie laden einfach Ihr Lizenzzertifikat auf die Webseite hoch. Sollte es mal so sein, dass Sie in der Zeit, wo Sie UDP betreiben, mal nachlizenziert haben und Sie haben sich jetzt Ihre Laufzeit dazu nicht angleichen lassen, kann das ja auch sein, dass Sie zwei Lizenzzertifikate haben. Diese bitte dann vollständig auf die Webseite hochladen. Ja? Also das heißt, wir brauchen alle Lizenzzertifikatnummern. Gehen Sie her und laden uns in den Supportportal nur ein Lizenzzertifikat runter, haben aber irgendwann mal nach einem halben Jahr fünf Lizenzen nachgekauft. Dann hätten Sie diese damit nicht drin und dann würden Sie weniger Lizenzen angezeigt bekommen in UDP, als Sie eigentlich hätten in der Version 6.5. Also bitte immer vollständig dann mit angeben. Ja, wie gesagt, das Upgrade läuft bei uns über das Support. Der Support geht dann bei uns her und prüft letztendlich, ob Sie einen aktiven Maintenance-Vertrag mit uns haben und Sie können dann hergehen vom Support und die hinterlegen dann in dem Lizenzportal die neuen Lizenzen für UDP 6.5 und erstellen ein Lizenzzertifikat und liefern das dann entweder an den Partner oder an den Kunden, je nachdem, wer das Ticket dann aufgemacht oder dessen E-Mail-Adresse angegeben wurde, dann entsprechend aus. Ja, wie funktioniert das Ganze technisch? Ich habe das hier mal aufgemalt in dem Bild. Das heißt, die erworbenen Lizenzen, die Sie jetzt haben, die können Sie im ArcSafe-Lizenzportal ein oder mehreren Lizenzpools zuordnen. Und letztendlich ist es technisch so, dass jedem Lizenzpool ja, eine UDP-Konsole zugeordnet werden sollte. Ich habe das hier mal aufgemalt. Das heißt, Sie können in unserem Lizenzportal, das ist ja hier auf HTTPS www.arcsurf-register.com, können Sie das ja erreichen. Da sollten Sie sich dann einen Account für erstellen und dort können Sie dann Ihre ja, Lizenzzertifikate drin verwalten. Und da können Sie auch einen sogenannten Lizenzpool erstellen und zum Beispiel hergehen und sagen, ich habe jetzt 10 UDP Premium Sockel gekauft und ich habe aber zwei Standorte und ich habe auf beiden Standorten eine eigene UDP-Konsole installiert, weil ich die getrennt voneinander halt meine Backups darin verwalten möchte. Gehe ich her und erstelle mir einen Lizenzpool für den Standort 1 und einen Lizenzpool für den Standort 2. Und später gehe ich dann her und kann dann innerhalb der Webkonsole, also auf dem Portal, hergehen und diese UDP-Konsole einem Lizenzpool zuordnen. Ja? Was technisch auch funktioniert, ist Folgendes: Sie können auch hergehen und auch nur einen einzigen Lizenzpool kreieren und beide Konsolen verbinden sich letztendlich mit diesem Lizenzpool. Das ist technisch machbar, ich würde das allerdings nicht empfehlen. Und zwar aus dem einen oder anderen Grund ist es Folgendes: Wenn Sie jetzt hierher gehen und beide Konsolen laden sich ja dann hier 10 Sockellizenzen entsprechend runter und Sie machen hier Backups und jetzt kann das sein, wenn Sie hier irgendwelche Server hinzufügen, dann greift der eine sich vielleicht 6 und der andere greift sich auch 6 und dann wird das ja letztendlich dann zu Problemen führen. Bei der Online-Lizenzierung ist es auch so, genau aus diesem Grund passiert letztendlich im Hintergrund ein Check mit dem Lizenzpool. Das heißt, die Lizenzen werden im Hintergrund meines Wissens einmal in einer Woche abgeglichen.
wenn Sie letztendlich eine Mehrfachzuführung haben. Das heißt, wenn Sie die UDP-Konsole, wenn Sie mehrere Konsolen auf einen Lizenzpool schauen lassen. Deswegen meine Empfehlung, machen Sie es so wie in dem Bild, pro Konsole ein Lizenzpool und machen Sie da die Lizenzen rein. Dann ist das so lokal. Lizenzen werden immer in dem Moment beansprucht, wenn Sie ein Backup starten. Ja, das heißt, sofern Sie das alles eingerichtet haben, Sie müssen nicht hergehen und irgendwelche Zuweisungen manuell stattfinden und sagen, ja, ich möchte jetzt den Server, der muss jetzt die Standard nehmen und der andere muss die Advanced nehmen und so weiter. Das müssen Sie nicht machen. Und zwar, wir ermitteln, wenn das Backup läuft, wird letztendlich geprüft, wie viele Sockel oder wie die Menge der Terabytes letztendlich ist, wenn Sie Managed Capacity verwenden, ist. Und der Quellserver ermittelt sich seine Lizenz von der UDP-Konsole. Das heißt, die UDP-Konsole hält bei Ihnen sozusagen lokal im Unternehmen die Lizenzen. Ja, das heißt, beim ersten Sicherungslauf fragen den die Server an und möchten entsprechende ja, Lizenzen dann haben. Okay. Ja, wenn Sie jetzt selbst keine UDP-Konsole verwenden und nur einen Standalone-Server betreiben, dann können Sie den letztendlich auch ja, aktivieren über diesen Weg. Wir haben dazu, ich habe dazu in den Slides, die ich hier zeige, die habe ich Ihnen in dem Handout-Bereich zur Verfügung gestellt und die können sich runterladen. Da habe ich später noch einen Link drin, da gibt es sogenannte so How-Do-I-Videos und da wird dann auch gezeigt, wie Sie einen Standalone-Server dann online aktivieren können. Ja, wie funktioniert die UDP-Lizenzierung? Wir haben einmal diese drei Versionen im Angebot. Sie können einmal nach Betriebssystem lizenzieren, also pro Operating System sozusagen. Dann können Sie pro Server-Sockel lizenzieren, also da lizenzieren wir den aktiven Prozessor letztendlich auf Ihrem Server. Wenn Sie Mainboard haben, das zum Beispiel zwei Sockel hat, und Sie haben aber nur einen mit einem Prozessor bestückt, dann zählen wir auch nur diesen einen. Ja? Und bei der Terabyte-Lizenzierung zählen wir dann halt die zu sichernden Daten. Hierbei ist zu achten, die UDP-Lizenzierung ist immer quellseitig. Das heißt, wir zählen das, was Sie sichern, und wir lizenzieren in dem Sinne nicht den Backup-Server. Der Backup-Server wird dann lizenziert, wenn Sie den selber auch mit sichern wollen, das heißt als Sicherungsquelle dann dient. Hier ist noch eine Anmerkung zu geben, das heißt, diese Server-OS-Lizenz könnten Sie jetzt zum Beispiel allerdings nicht verwenden, wenn Sie jetzt einen Hypervisor verwenden. Ja? Das heißt, haben Sie sich Microsoft Hyper-V installiert und kaufen sich eine Server-OS-Lizenz, die ist damit nicht kompatibel. Also Server-OS-Lizenzen sind bloß für einzelne Betriebssysteme. Was man da machen kann, ist, man kann dann hergehen und innerhalb des Hyper-Vs die einzelnen Operating Systems mit jeweils einer Lizenz dann ausstatten, ist aber kaufmännisch nicht zu empfehlen. Also wenn Sie Hypervisor haben, per Sockel lizenzieren oder per Terabyte. Was Sie machen dürfen, ist, Sie können gewisse Lizenzen untereinander mischen, aber nicht alle. Sie können Server-OS-Lizenzen und Sockel-Lizenzen auf einer UDP-Konsole untereinander mischen, aber Sie können nie diese beiden mit einer Terabyte-Lizenzierung mischen. Haben Sie Terabyte, können Sie auf dieser UDP-Konsole keine Sockel- oder Server-OS-Lizenzen untereinander mischen. Gehen Sie her, schaffen Sie sich einen weiteren Backup-Server an mit einer weiteren Konsole, können Sie auf der einen Konsole Terabyte betreiben und auf der anderen Seite Sockel- oder Server-OS-Instanzen. So, dann haben wir noch diese Matrix, die letztendlich nochmal die Übersicht gibt, was verbirgt sich in den Versionen. Wir haben in UDP ja insgesamt vier Softwareversionen. Das ist Standard, Advanced, Premium und Premium Plus. An der Standard- und Advanced-Version kriegen Sie also auch immer unser ArcSoft Backup in einer Lite-Version sozusagen mit dabei.
Das berechtigt Sie sozusagen dazu, um aus UDP heraus über Arcs of Backup, also dieses Copy-to-Tape, diesen Job zu konfigurieren und Ihre Daten dann sozusagen auf Tape auszulagern. Ja, das ist sozusagen die Lite-Version. Ab der UDP Premium-Version bekommen Sie das vollständige Arcs of Backup mit dabei, inklusive aller Funktionalitäten, die wir in Arcs of Backup zur Verfügung stellen. Ja? Und ab der Premium Plus kriegen Sie unser Arcs of RHA mit dazu, was ja unsere Hochverfügbarkeitslösung ist. Wenn Sie das in der UDP-Lizenzierung betreiben, ist auch Arcs of Backup eine quellseitige Lizenzierung. Also nicht so wie früher, dass Sie einmal sozusagen ein Grundmodul installieren oder sich einfach nur eine UDP Premium-Version für den Backup-Server anschaffen und denken damit, Sie können dann Ihr ganzes Unternehmensnetzwerk absichern. Das ist nicht so. Also in UDP 6.5, die UDP-Lizenzierung ist immer quellseitig zu sehen, auch wenn Sie darüber Arcs of Backup oder RHA dann betreiben. So, um das Ganze mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich hier mal ein paar, so drei Lizenzbeispiele mal rausgesucht. Ich habe jetzt hier Folgendes gemacht und habe gesagt, okay, ich habe hier auf der einen Seite habe ich hier einen Hypervisor laufen, der hat zwei CPUs und da laufen 10 MS SQL Server drauf. Der SQL Support ist erst ab der UDP Advanced Version drinne. Und Sie bräuchten mindestens sozusagen für diesen Server eine UDP Advanced Edition Socket. Ja, Sie könnten das Ganze aber auch alternativ, wenn Sie gerne über Managed Capacity lizenzieren, auch das Ganze darüber lizenzieren. Die Managed Capacity Lizenzierung lizenziert übrigens die Daten, die Sie sichern und nicht das, was auf dem Backup-Server drauf liegt, sondern die Summe des belegten Festplattenplatzes letztendlich über alle Ihre Systeme müssten darüber lizenziert werden. So, hier im zweiten Beispiel habe ich einen weiteren Hypervisor und da laufen jetzt 30 File-Server drauf. Der hat zwei CPUs, also zweimal Standard, weil ein File-Server, da reicht Ihnen eine Standard dann aus. Ja. Hier bei einem physikalischen Exchange-Server, Exchange Support ist ab Advanced drin, eine CPU, deswegen eine Lizenz. Und hier bei einem weiteren Exchange-Server haben wir zum Beispiel unser Assured Recovery-Test, also wenn Sie gerne unsere automatisierten Wiederherstellungstests verwenden möchten, dann bräuchten Sie hierfür wenigstens die Premium-Version dann. Ja? Was viele Kunden machen ist, man geht meistens her und lizenziert die gesamte Umgebung mit einer Lizenzierung. Das machen halt viele, weil da muss man halt nicht schauen, wenn ich mal eine Funktion morgen auf dem anderen Server auch brauche, dann könnte man das sonst nicht verwenden. Ne? Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie würden gerne diese automatisierten Wiederherstellungstests auch auf dem Server fahren, dann müssten Sie Lizenz-Upgrades dann entsprechend kaufen. Und das ist meistens kaufmännisch im Nachhinein teurer, als würde man das gleich dann halt kaufen. Ja? So, mein Beispiel ist das so. Sehen Sie hier, der Backup-Server selbst und die Replikation in den zweiten Brandabschnitt braucht selbst keine Lizenzen. Das heißt, ich sichere diese Maschinen, die landen hier drauf. Ich repliziere da alles rüber und speichere das hier auch nochmal. Keine Lizenzen und sofern Sie das Ganze auch nur auf ein Single Tape auslagern oder auf eine Tape Library, die nur ein Laufwerk hat, reicht Ihnen das entsprechend so aus. Ja? Wenn Sie irgendwann hergehen möchten und Sie möchten auch gerne vielleicht die C-Festplatte von Ihrem Backup-Server mit sichern, was aus meiner Sicht sehr empfehlenswert ist, weil da die UDP-Datenbank drauf liegt, dann sollten Sie hierfür wenigstens eine UDP Advanced Lizenz mitlizenzieren. Ja? Weil das zählt dann als weitere Quelle und ja, braucht dann logischerweise auch eine Lizenz. Im zweiten Beispiel habe ich jetzt nur einen Step geändert. Das heißt, ich habe jetzt hier mal anstatt der Single Tapes eine Multitape-Library angehängt. Das bedeutet auch, dass Sie auf der Quelle, wenn Sie die Daten über UDP auf Band auslagern wollen, wenigstens eine Premium-Version benötigen, weil quellseitige Lizenzierung. Ja? Okay, so und dann haben wir noch auch ein beliebtes Beispiel, was viele halt gerne machen. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Arcs of Backup letztendlich den gesamten Dedup-Datenstore auf ein Tape auszulagern. Und dann ist das so, dann müssen Sie nicht gucken, was auf der Quelle letztendlich liegt. Das heißt, auch wenn Sie hier eine Multitape-Library verwenden,
können Sie hier weiter mit Standard und Advanced lizenzieren, weil dann gehen wir her und machen diesen Copy-to-Tape-Shop nicht innerhalb von UDP, so wie Sie es aus der Oberfläche kennen, sondern wir machen das Ganze in Arcsoft Backup und wir lagern dann diese vier Verzeichnisse auf Tape aus, Data Index, Hash und Destination. Und damit können Sie den ganzen RPS-Datenstore dann auf Tape dann auslagern. Das bräuchte dann, der Backup-Server hat hier zwei CPUs, bräuchten Sie dann also wenigstens UDP Premium zweimal für diesen Server. Ja? Alternativ könnten Sie diesen Server dann auch natürlich, wenn Sie Managed Capacity haben, auch darüber dann lizenzieren. So. Ja, jetzt kommt noch eine Frage in dem Chat, was mit Clustern ist. Bei Clustern ist immer bitte Folgendes zu beachten, dass wenn Sie jetzt ein geclustertes System haben und Sie haben zwei Server mit jeweils zwei CPUs, dann muss das gesamte Cluster-System mit der gleichen Lizenz dann abgedeckt werden. Das heißt, wir gucken immer auf den gesamten Cluster drauf. Und wenn Sie da, sag ich jetzt mal so, hätten Sie jetzt hier diese beiden Hyper-V-Server halt untereinander geclustert, ja. Dann bräuchten Sie für diese beiden Hyper-V-Server dann auch wenigstens viermal UDP Advanced Sockel denn dafür. Ja. Wenn Sie jetzt allerdings hergehen und im Hintergrund an Ihren Hypervisor selbst noch irgendwelche Storage-Systeme oder ähnliches dann dran anschließen und die Maschinen drauf verteilen, darauf schauen wir nicht, sondern wir binden ja den Hypervisor an der Stelle dann an und zählen die CPUs dann von denen. Gehen Sie denn her und haben vielleicht auf Ihrem Storage, wo jetzt beispielsweise auch Ihre virtuellen Maschinen drauflegen, und haben da aber auch irgendwie noch eine Freigabe drauf für irgendwas, eine UNC-Pfad-Freigabe oder ähnliches, und wollen das mit UDP dann wieder absichern, dann zählt das auch als weitere Quelle und müssten Sie dann wenigstens eine Standardlizenz für die UNC-Pfad-Sicherung dann halt dann mitlizenzieren. So, jetzt noch ein paar Hinweise zu der Installation von UDP 6.5 und das verbundene Arcsoft Backup 17.5 damit. Ich würde Ihnen immer empfehlen, die Aktivierung von UDP immer erst nach der Installation durchzuführen. Ja, das heißt, wir bieten ja innerhalb des Setup-Assistenten Ihnen an, während des Setups letztendlich eine Aktivierung durchzuführen. Das hat aus meiner Sicht in der Vergangenheit und auch heute, glaube ich, immer noch, führt das immer noch weiter zu Problemen. Das heißt, gehen Sie bitte her, laden Sie sich im Idealfall gleich UDP 6.5 mit dem inkludierten Update 1 herunter und installieren das dann auf Ihrem Server. Und was ich immer persönlich mache, um dem Ganzen halt vorzubeugen, wir fordern das zwar nicht nach der Installation, aber ich boote nach dem Installationsvorgang von UDP 6.5 und ASPU 17.5 den Server noch einmal durch, weil wir generieren da letztendlich dann diese Maschinen-ID und wenn diese mal fehlerhaft generiert ist, und das passiert häufig, wenn man diese Aktivierung halt während der Installation durchführt, ja, kriegt man nachher später Probleme bei der Aktivierung und ja, kommt eigentlich nicht drum herum, letztendlich den Support dann dabei zu kontaktieren. Da gibt es noch so drei Logdateien, die ganz wichtig sind. Das heißt, haben Sie mal ein Problem oder einen Fall, dass Sie mit der Aktivierung oder ähnliches nicht weiterkommen, dann haben wir in diesem Verzeichnis, was Sie hier sehen, Programme ArcServe, Unified Data Protection Management und Logs, haben wir hier diese drei Logdateien, die sind für die Aktivierung zuständig. Das heißt, machen Sie ein Ticket auf, geben Sie bitte diese drei Logfiles dem Support dann auch immer mit, damit die ja, das Problem dann halt näher analysieren können. Ja, das gleiche, was für UDP 6.5 gilt, gilt auch für ArcSoft Backup 17.5. Machen Sie die Aktivierung auch da erst nach der Installation. Und wir haben noch ja, weitere Patches sozusagen für ArcSoft Backup zur Verfügung gestellt. Da können Sie auf unserer Webseite arcsoftzendesk.com können Sie ja sich erstmal das gesamte Programmpaket herunterladen. Wir haben aber noch einen weiteren Patch-Bereich, der ist auch direkt auf dieser Seite zu finden. Da können sich dann diese Patche dann halt runterladen. Gehen Sie auch bitte her und installieren diese Patche, bevor Sie irgendwelche Aktivierungen halt durchführen. Ja, also meine Empfehlung: installieren Sie UDP 6.5 mit dem Update 1, installieren Sie danach ArcSoft Backup.
mit den entsprechenden Patchen. Dann würde ich hergehen, den Server einmal neu starten und danach dann die Aktivierung starten. In meinen Fällen, die ich bis jetzt so gemacht habe, habe ich bis jetzt da keine Probleme mit gehabt, dann mit irgendwelchen Lizenzierungs Sachen, ja. So, wenn es mal so gekommen ist, dass sie, dass sich eine fehlerhafte Server-ID gebildet haben, weil sie hergegangen ist, das während der Aktivierung gemacht haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen, wie auch immer. Das Ganze wird aus der Board, aus dem Motherboard, aus dem BIOS und aus dem Prozessor wird diese Maschinen-ID gebildet. Wenn das einmal fehlerhaft gemacht worden ist, dann bitte den Support kontaktieren, die können Ihnen dazu weiterhelfen. Wenn Sie eine Hyper-V-Umgebung haben, dann gibt es aktuell in ja, einigen Fällen kann es dazu kommen, unter bestimmten Konstellationen, dass Hyper-V mehr Lizenzen verbraucht, als Sie eigentlich Prozessoren haben. Dafür haben wir einen Patch, den können Sie bei uns im Support anfragen, die würde Ihnen diesen dann entsprechend zur Verfügung stellen. Dann gibt es noch einen Punkt, und zwar, wir haben ja die Möglichkeit, UDP online zu aktivieren und auch offline zu aktivieren. Wenn Sie jetzt allerdings gerne die Offline-Aktivierung bevorzugen, obwohl Ihr Server eine Internetverbindung hat, dann können Sie diese Offline-Aktivierung auch sozusagen erzwingen. Und zwar ändert man dann letztendlich einfach den Servernamen, also die Serveradresse von unserem Lizenzportal in dieser Datei ab. Die steht in dem Installationsverzeichnis von UDP, ist die abgelegt. Und das zeige ich aber nachher gleich nochmal in der Oberfläche und würde darauf dann halt nochmal eingehen. Ja. Okay. Ja, dann noch ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich jetzt schon sehr häufig gesehen, und zwar, wenn Sie diese Ansicht hier kriegen, ja, Sie haben bei uns Premium-Lizenzen gekauft, haben davon 3 Stück, ja, aber zeigt Ihnen dann hier in dieser Liste so ein Acts of UDP Standard an, obwohl Sie nie Standard gekauft haben. Und der eine oder andere möchte jetzt denken, ja, ich brauche jetzt aber für den Server unbedingt eine Standardlizenz, damit ich das machen kann, obwohl noch andere übrig sind. Nein, das ist nicht so. Diese Ansicht kommt meistens dann in dem Moment, wenn die Trial-Version von UDP ausgelaufen ist und Sie starten dann Backups, dann zeigt UDP automatisch diese Standardversion an, weil er die gerne mindestens braucht. Der zeigt die aber auch dann an, wenn Sie nicht genug von den anderen Lizenzen halt übrig haben. Das heißt, hier sollte man unbedingt darauf achten, dass Ihre Maschinennamen und auch die Hypervisor-Zuordnung in Ihrem System mit einem eindeutigen Namen versehen, also mit dem gleichen Namen versehen ist. Häufig habe ich Probleme gesehen, da hat man mal eine virtuelle Maschine über die Host-IP-Adresse letztendlich importiert und die nächste Maschine von demselben Hypervisor hat man dann mal über den Namen importiert. Und dann können Sie das Ganze auch noch über den Full-Qualified-Domain-Namen importieren und Sie können hergehen, auch noch einfach über den Windows-Agent das Ganze zu importieren. Das heißt, Sie könnten von einem Host dann sozusagen ja, auf einmal 4 Lizenzen verbrauchen. Ja. Darauf bitte achten. Ich empfehle das immer so, wenn das nicht sauber in der Vergangenheit importiert worden ist in der Oberfläche, schmeißen Sie das raus, die Server, und importieren die nochmal sauber von den Hypervisern in die Konsole rein und lassen Sie dann nochmal ein Backup starten. Und wenn Sie dann ausreichend Lizenzen haben, dann verschwinden auch diese Standardlizenzen in der Regel danach. Ja. Ich habe hier unten noch ein paar Links reingepackt. Wir haben zu dem Thema Lizenzierung in unserer Dokumentation ein Handbuch extra zur Verfügung gestellt. Das gibt es auch auf Deutsch. Habe ich Ihnen die Links hier mal mit reingebracht, sowie ein Knowledge Base Artikel, wo auch noch bekannte Probleme letztendlich dokumentiert sind. Und diese How-Do-I-Videos, das sind immer so kurze 3-4 Minuten-Videos. Das zeigt dann immer so zu einem bestimmten Anwendungsfall, wie man da letztendlich halt vorzugehen hat. Ja. Okay. Gut, und jetzt würde ich Ihnen das gerne einmal zeigen, wie man da vorgeht in der Oberfläche.
Okay, wie macht man die Aktivierung mit Axof UDP über die Konsole? Das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Ich möchte auch den Offline-Weg Ihnen zeigen, weil das der anspruchsvolle ist und die Wege gleichen sich dann nachher mit der Online-Aktivierung. Was muss man dafür machen? Das heißt, Sie gehen auf die UDP-Konsole, gehen in den Bereich Hilfe rein, dann Aktivierung und Lizenzierung. Und dann müssen Sie Folgendes machen. Sie müssen einmal Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen und diese zwei Werte ausfüllen. Das sind Order-ID und Fulfillment-Nummer. Das sind beide Nummern, die stehen auf Ihrem Lizenzzertifikat drauf und die müssen Sie in der Konsole einmal hinterlegen. Ja? Würden Sie jetzt hergehen, das jetzt hier ausfüllen und entsprechend auf Aktivierung klicken, dann schickt der Server, sofern er eine Internetverbindung hat, sozusagen eine Anfrage an unser Lizenzportal. Und Sie kriegen dann innerhalb von 5 Minuten, kriegen Sie so eine Bestätigungs-E-Mail auf die Adresse, die Sie hier eingetragen haben. Und ja, da gibt es dann einen Link drin und dann müssen Sie das Ganze einmal aktivieren und dann werden Sie auf unsere Arxor-Homepage geleitet und können dann hergehen und einen Lizenzpool kreieren. Ja, weil Sie haben in Ihrem Lizenzformular, was weiß ich, 10 Lizenzen hinterlegt und können jetzt dann einen Lizenzpool anlegen und diese 10 Lizenzen dann entsprechend zuweisen. Ja, so, ich mache das jetzt mal. Jetzt muss ich einmal Alex kurz den Bildschirm stoppen, weil ich da meine persönlichen Lizenzen eintragen muss. Und jetzt gebe ich Ihnen den Bildschirm wieder frei. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht, vor dem Webinar schon mal in Vorbereitung. Ich will Ihnen das aber nicht vorenthalten. Und zwar, ich bin in das Installationsverzeichnis von Arxiv gegangen und ich habe jetzt gesagt, ich möchte diese Offline-Aktivierung dann erzwingen. Und dafür gibt es dann hier eine Datei. Das ist diese Entitlement-Register-Windows.properties. Und da gibt es hier in dieser einen Zeile den Servernamen. Und normalerweise steht da www.arxiv-register.com drin. Ich habe da jetzt einfach mal einen Dummy vorgesetzt, sodass er die Serveradresse auf jeden Fall nicht findet. Sie können aber auch einen anderen Weg gehen, indem Sie es einfach in der Firewall blocken oder den Internetzugriff irgendwie für den Server dann halt unterbinden halt. Ja, das heißt, jetzt in dem Moment, wo ich auf Aktivieren geklickt habe, sagt er mir, er kann die Serveradresse nicht erreichen. Und ich kann jetzt hergehen und erstelle jetzt sozusagen mit einer sogenannten Anfragedatei. Dafür muss ich einmal hier auf Speichern gehen und dann erstellt er mir eine sogenannte Offline.arc-Datei. Die Datei befindet sich auch in dem Installationsverzeichnis von UDP unter Unified Data Protection Management Konfiguration und diese wird dann hier entsprechend abgelegt. Und damit mache ich letztendlich Folgendes. Damit gehe ich auf mein Arxiv-Lizenzportal halt drauf. Hierbei für diese Aktivierung muss ich mich nicht einloggen, sondern dafür gibt es hier unten einen Button, das heißt deaktiviert den Offline-Mode und da können Sie dann raufgehen und entsprechend dann Ihre Lizenzdatei dann hochladen. Jetzt mal schauen, da habe ich jetzt eine Internetverbindung her. So, jetzt aber. Na, jetzt mag mein Internet nicht.
So, das ist mein lokales Internet hier in meiner virtuellen Oberfläche. Das mag manchmal nicht so. So, dann kommen Sie auf die Seite und dann ziehen Sie einfach diese Offline-ARC-Datei da drauf und laden die hoch. Und jetzt kriegen Sie so eine Information angezeigt, dass Ihre ja, Aktivierung fast fertig ist und Sie müssen dann halt nur noch auf den Link draufklicken, der Ihnen dann per E-Mail zugeschickt wird. Und da muss ich jetzt mal einen Blick drauf werfen. Das dauert in der Regel, also aus Erfahrung, auch so ungefähr 5 Minuten, bis Sie da eine Antwort bekommen. Und bis ich das jetzt habe, will ich mal hier gucken, hier noch ein paar Fragen aufgekommen sind und darauf nochmal eingehen. Ah ja, so jetzt habe ich nochmal eine Frage aus dem Chatbereich. Da geht es letztendlich darum, dass mal eine Lizenz, die online aktiviert worden ist, letztendlich auch irgendwie automatisch irgendwo deaktiviert worden ist und dann konnte die Sicherung letztendlich nicht gestartet werden. Ich kann es mir vielleicht nur so erklären, und zwar wir machen ja einmal in der Woche so einen Lizenzcheck mit dem Lizenzportal und gleichen die Lizenzen, die sich im Pool befinden, mit der Konsole ab. Ich kann mir vielleicht vorstellen, vielleicht gab es da ein Verbindungsproblem oder ein Timeout oder ähnliches, dass da keine Verbindung hergestellt worden konnte. Könnte eine mögliche Ursache sein. Ich würde Ihnen dann dafür empfehlen, versuchen Sie einfach mal die Offline-Aktivierung durchzuführen. Also deaktivieren Sie Ihre Online-Aktivierung und machen das dann mit dieser Anfrage und Antwortdatei und aktivieren Sie dann so einfach mal Ihren Server. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich Sie bitten, falls das noch weiterhin auftritt, dafür ein Ticket dann beim Support zu öffnen. Gut, so, ich habe jetzt mittlerweile meine Aktivierungs-E-Mail bekommen und mal gucken, ob ich die hier in die Oberfläche reinkopiert kriege. Nein, das macht er nicht. Okay, dann muss ich das einmal von meinem PC aus machen. Das können Sie jetzt nur leider nicht sehen. Ich klicke dann letztendlich einmal auf diese Lizenzierung drauf und habe dann die Möglichkeit, hier einen sogenannten Lizenzpool dann zu erstellen. Sonst gebe ich Ihnen einfach mal meinen Bildschirm hier frei. So. Okay, so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wenn Sie auf den Link in der E-Mail draufklicken, dann kommen Sie genau an diese Stelle hier und dann können Sie jetzt einen Lizenzpool-Namen dann definieren. Und das jetzt hier mal nennen. Ich nenne es mal Webinar heute. Und dann zeigt er Ihnen an, dass Sie hier von dieser Fulfillment-Nummer 284 Lizenzen haben und von dieser so und so viel. Und da können Sie jetzt diesem Lizenz-Pool ja, ein paar Lizenzen dann halt zuweisen. Ja. Hier 15 und von dem auch 15. Und das entsprechend so abspeichern. Der Lizenzpool ist jetzt erstellt und dann kann ich jetzt hergehen, damit ich diese Offline-Aktivierung durchführen kann. Gehe ich dann in diesen Reiter Offline-Aktivierung rein und ja, Manager ist jetzt hier mein
UDP-Konsolenserver, den ich Ihnen eben in der Oberfläche gezeigt habe. Und Sie können diesen dann anklicken und die Lizenz, also diese Antwortdatei dann für diesen Server dann halt herunterladen. Okay. So, jetzt kopiere ich mir die hier mal rein. Hat das geklappt? Ja, da liegt sie. So, und jetzt schalte ich sie mal wieder zurück auf meine Serveroberfläche. Ich habe jetzt diese Activation-Datei hier und die nehmen Sie dann einfach und kopieren das auch in dieses Konfigurationsverzeichnis rein. Ja, und damit ist dann Ihre UDP-Installation dann offline aktiviert. Schließen hier. Ja, das heißt, ich hatte von beiden Fulfillment-Nummern bin ich hergegangen und habe jeweils 15 Lizenzen zugefügt und deswegen stehen sie jetzt hier auch dann 30 entsprechend drinne. Und die hier oben, das sind so fehlgeschlagene Backups von mir, die jetzt nicht gelaufen sind, weil ich einfach keine Lizenz zur Verfügung hatte. Und die verschwinden jetzt aber, sofern ich die Backups dann jetzt anstarte. Ja? Das heißt, ich nehme hier mal ein aus meiner Konsole und nehme jetzt mal meinen Exchange-Server. Ah ja, noch einmal gucken. Und zwar, hier gibt es noch einen Schalter an der Seite. Wenn man hier oben diese Standardsockel einstellt, dann kann man hier auf Unlicensed umstellen. Und dann sehen Sie auch, welche Server wirklich keine Lizenz hatten. Und jetzt gehe ich einfach mal her und lasse ein Backup starten von dem Exchange-Server. Und der sollte sich dann jetzt diese Premium-Lizenz dann abziehen. Okay. Da macht er was. Mal schauen, das ist schon aktualisiert. Ja, sehen Sie, also jetzt hat er diese runtergezählt und hat sich jetzt hier von diesem Premium-Lizenzpool dann entsprechend eine Lizenz genommen. Das kann er natürlich immer nur dann machen, wenn genug Lizenzen hier in dem anderen Pool dann halt auch vorhanden sind. So, und jetzt noch zu einem bekannten Problem. Das wollte ich hier nochmal in der Oberfläche zeigen. Und zwar, wenn Sie den Import Ihrer Maschinen in die UDP-Konsole vielleicht über mehrere Wege machen. Wir haben ja da x Möglichkeiten, die Sachen dort halt letztendlich reinzubekekommen. Hier mal ein Beispiel genannt. Ich habe einen Hypervisor, das ist bei mir ein ESX-Server. Und hier bin ich jetzt einmal hergegangen und habe diese Maschine über die IP-Adresse importiert und diese anderen Maschinen über den Namen importiert. Das wird jetzt dafür sorgen, dass Sie entsprechend mehrere Lizenzen halt brauchen. Bitte achten Sie darauf, das heißt, wenn Sie hierher gehen und Maschinen in die Konsole importieren, wählen Sie bitte immer den gleichen Namen aus. Ja? Ist das einmal jetzt hier verdreht, würde ich Ihnen empfehlen, schmeißen Sie die Maschinen einfach aus der Konsole raus. Ja? Das löscht jetzt nicht Ihre Backups in dem Datenpool, sondern entfernt sie nur hier aus dieser Oberfläche. Und danach gehen Sie her und importieren die Maschinen einfach wieder über beispielsweise jetzt hier über die IP-Adresse in die Konsole nochmal sauber rein. Ja? Und dann starten Sie die Backups nochmal an und dann sollte das, sofern Sie es richtig lizenziert haben, dann auch funktionieren. Okay. Deswegen meine Empfehlung ist, wenn Sie Hypervisor-Systeme haben, importieren Sie alle Maschinen über den Hypervisor rein. Wenn Sie physikalische Maschinen haben, klar, fügen Sie die einfach dann als Node zu. Haben Sie eine virtuelle Maschine, die Sie aber trotzdessen gerne über den Hypervisor letztendlich
also die virtuell läuft, aber die würden Sie gerne trotzdem über den Agenten absichern. Gehen Sie damit her, importieren Sie auch diese über den Hypervisor in die Konsole, machen dann aber längst nachher im Nachgang dann einfach eine agentenbasierte Windows-Sicherung. Ja? Okay. Soweit, so gut. Jetzt springen wir mal zurück zu meiner PowerPoint. Okay, wir sind soweit am Ende. Ich würde noch gerne auf die nächsten Webinare dann darauf hinweisen. Sie können das auch über unseren Webinarkalender auf unserer Homepage, auf unserer deutschen Homepage dann ansehen. So wie Sie, habe ich hier noch ein paar Links mit reingebracht, die Sie zu unserem YouTube-Kanal führen, wo wir auch alle anderen Webinare letztendlich dann aufgezeichnet haben. Und sich auch hier diese Trial-Version entsprechend runterladen. Ich würde jetzt noch gerne, hier sind noch einige Fragen aufgelaufen und würde ja gerne darauf jetzt noch zu was sagen. Ah ja, jetzt kommt noch eine Frage, vielleicht ganz interessant. Wo kann man in der UDP-Konsole den Lizenzpool zuweisen? Das macht man nicht in der UDP-Konsole. Dann schwenke ich eben nochmal zurück auf meinen Browser. Und zwar, wenn Sie hier eine Aktivierung entsprechend vorgenommen haben, haben Sie hier in der Ansicht letztendlich eine Liste und dann haben Sie hier einen Button, da können Sie dann den Lizenzpool entsprechend zuweisen. Ja? Diese Lizenzpool-Zuweisung funktioniert bei der Online-Aktivierung. Ja? Die gucken auf die Lizenzpools. Wenn Sie jetzt hergegangen sind und haben, so wie ich, haben eine Offline-Aktivierung gemacht, dann ist innerhalb in dieser Aktivierungsdatei, die ich zur Verfügung gestellt habe, ist die Anzahl der Lizenzen entsprechend hinterlegt. Ja? Also bei Offline ist es in der Antwortdatei drin. Machen Sie eine Online-Aktivierung, haben Sie das jetzt in diesem Bereich drin. Ist jetzt bei mir ausgegraut, weil ich jetzt keine Online-Aktivierung für den Server jetzt da habe. So, dann kommt noch eine Frage. Funktioniert UDP und Arcsafe Backup auch nach einer Offline-Aktivierung, wenn der Server nie ins Internet kommt? Ja, das ist so. Das heißt, dafür ist die Offline-Aktivierung ja da. Das heißt, das läuft weiterhin, auch nachdem Sie das, ja, letztendlich, auch wenn der Server halt keine Internetverbindung halt zur Verfügung hat. Dann kommt wahrscheinlich noch eine Frage von einem Partner. Ist die zentrale Verwaltung der Lizenzen aller Kunden möglich oder muss jeder Kunde ein eigenes Konto erstellt haben? Ist es möglich, das zu machen letztendlich, dass Sie hergehen und ja, mehrere Ihrer Kunden letztendlich dann über das Lizenzportal verwalten? Was Sie dann machen könnten, ist oder empfehlenswerterweise, Sie erstellen sich dann für jeden Kunden wenigstens dann einen Lizenzpool, wo Sie die Lizenzen dann entsprechend drüber managen. Ah ja, dann noch eine Frage, wenn die Lizenz. Ja, jetzt kommt noch einfach, wenn ich die Knoten letztendlich aus der UDP, also die Nodes, gelöscht habe und neu hinzugefügt habe, bleiben die Jobs im Datenspeicher zugeordnet und müssen die Jobs neu angefügt werden. Ja, Sie müssen hergehen, wenn Sie die Server aus der Node-Liste von der Konsole entfernen und neu hinzufügen, müssen Sie die auch in den Jobs wieder mit reinschieben. Was Ihnen erhalten bleibt, sind die Backups. Das heißt, in Ihrem Datenspeicher, wenn Sie in den RPS reingehen, bleiben Ihre Backups dann immer mit enthalten. So, jetzt eine Frage: Ist es möglich, UDP 6.5 zu aktivieren, ohne ein Konto zu erstellen? Nein, das geht nicht. Sie brauchen immer für UDP ein Konto auf diesem Online-Portal drauf.
So, dann noch eine Frage. Da kenne ich die Antwort allerdings nicht. Wie kann ich eine Order-ID aus dem Account entfernen? Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie bitte mal an den Support stellen. Die hatte ich Ihnen auch gezeigt. Die kümmern sich auch um das Lizenzportal letztendlich und pflegen ihre Free-of-Charge-Upgrades ein. Ob man diese aus dem Portal nochmal rausbekommen kann, ja, müssen Sie am besten einfach mal ein Ticket aufmachen. Meines Wissens gibt es hier keinen Löschen-Button drin, dass Sie Ihre Lizenzen halt dann entsprechend so aus der Liste dann entfernen können, ja. So, dann, was passiert, wenn nach der Online-Aktivierung durch die Firewall das Lizenzportal nicht mehr erreichbar ist? Das ist eine gute Frage. Kann ich aktuell nicht beantworten, was er denn genau macht. Wir machen ja, wenn wir eine Online-Aktivierung machen, immer nochmal, versuchen wir letztendlich die Anzahl der Lizenzen, die in dem Lizenzpool hinterlegt sind, abzugleichen. Wenn das jetzt fehlschlagen soll, kann ich nicht genau sagen, was dann passieren wird. Müssen Sie vielleicht auch bitte mal eine Frage an den Support stellen, was dabei passiert. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn das vorweg abzusehen ist, dass Sie den Backup-Server letztendlich in der Firewall sperren, machen Sie bitte gleich eine Offline-Aktivierung, um das Problem dann entsprechend zu umgehen. Okay. So, jetzt sind mittlerweile sehr viele Fragen zwischendurch aufgelaufen, auch während des Chats. Ich habe jetzt persönlich nicht ganz so mehr den Überblick, welche ich jetzt schon beantworte und welche nicht. Sollte ich jetzt irgendwen vergessen haben, die Frage zu antworten, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an dennis.rotsch@argsurf.com und ich würde versuchen, Ihnen dann darauf eine Antwort dann zu geben. Ansonsten sind wir am Ende angelangt. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.